Und rein damit in die gute Stube. Die ausgehärtete Gipsform passt perfekt in die 5 Vertiefungen. Man hört ein leises Klacken, dann ist Ruhe. Ja, dann mal runter in die Tiefe. Sicherlich viele Geheimnisse auf uns warten. Montfaucon. Na, das hat sich ja gelohnt. Wo bist du denn letzte Nacht gewesen? Bei McDavid's. Ich habe mit Doyle und einigen anderen Burschen etwas getrunken. Deswegen siehst du so krank aus. Hast du auch noch eine Mütze Schlaf abbekommen? Nicht viel. Ich musste das Zimmer mit einem anderen Burschen teilen. Hat er geschnarcht? Kaum. Er war tot. Mitten in der Nacht hat mich Leary aufgeweckt. Ich musste helfen, den Keller auszupumpen. Der Keller stand unter Wasser? Ja, irgendein Idiot hatte den Wasserhahn offen gelassen. Und du sagst, Pegram ist verschwunden? Ohne jede Spur. Aber mein Besuch hat sich dennoch gelohnt. Pegrams Edelstein. Der Edelstein der Templer. Wer auch immer Jacques Marquet ist, auf ihn wartet eine Enttäuschung. Jacques Marquet? Er hätte den Edelstein von Fitzgerald abholen sollen. Ich habe etwas über Pegram gelesen, in diesem Magazin. Die Medien haben ihn am Wickel. Naja, wäre ich sein Agent, würde ich ihm raten, aufzugeben. Die Ausgrabung muss für ihn ganz schön wichtig gewesen sein. Er trat von seinem Lehrstuhl an der Universität Durham zurück, um nach Irland zu gehen. Und jetzt ist er verschwunden. Versuch mal etwas über Professor Pegram herauszufinden. Ich werde mit der Universität Kontakt aufnehmen. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Montfaucon war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Oh nein. Nicht die Schriftrolle. Das ist der Edelstein, den Pegram in Loch Maren gefunden hat. Das Dreibein brauche ich ja auch noch. Was weißt du über Professor Pegram? Ich habe seine Fernsehserie gesehen, Pegrams Vergangenheit. Er hat auch ein Buch geschrieben, Die Kreuzritterfamilien von Irland. Ich kann hier nicht den ganzen Tag herumsitzen, so gern ich das wollte. Okay. Vergiss nicht, nach Lobineau im Museum von Croon zu fragen. Und warum schaust du nicht mal bei Rousseau vorbei, ob er was gehört hat? Okay, kann ich sonst noch was für dich tun, wenn ich schon mal unterwegs bin? Einkaufen, einen Trip in den Waschsalon. Pass auf dich auf. Ein paar Tampons holen. Naja, sie macht da Kreuzworträtsel und ich muss hier die ganze Arbeit machen. Waagerecht für Sklave. George, passt genau. Komm, ich spreche mal mit der Alten. Die ist immer ganz gut. Vielleicht hilft sie mir weiter mit ein paar Sprüchen. Hallo, mein hübscher Freund. Was halten Sie von diesem Edelstein? Sehr hübsch, Sherry. Ein Geschenk für Ihre Freundin? Sie ist nicht meine Freundin. Unsinn. Ihr zwei seid füreinander gemacht. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Ja, das kennen wir ja schon, das tun wir ganz sicher. Rousseau oder das Museum? Ich denke mal, Lobineau werde ich jetzt wohl antreffen. Aber ich denke mal, dass ich erstmal zu Police fahren werde. Warum auch immer. Entschuldigen Sie, was wollen Sie diesmal? Haben Sie schon mal von einem Mann namens Marquet gehört? Ja,
Früher war er bekannt als der Maulwurf von Montmartre. Ich habe gehört, man hat ihn ins Hospital geschafft. Wahrscheinlich war das einer seiner Rivalen. In welches Hospital hat man Marquis eingeliefert? In die Aggenmeyer-Klinik in der Avenue des Arisons. Warum hatte Marquis den Spitznamen Maulwurf vom Montmartre? Wahrscheinlich, weil er in Montmartre wohnte, vermute ich. Ja klar, aber warum Maulwurf? Keine Ahnung. Weil er seine Nachbarn den Rasen ruiniert hat? Ach, der ist einfach perfekt. Ich möchte einen Überfall melden. Ja, Monsieur? Wo ist das Opfer? Ich selbst bin das Opfer. Ich wurde von ein paar Ganoven überfallen. Ah, ich verstehe. Und wo fand dieser angebliche Überfall statt? Vor dem Hotel Ubu. Sie haben mir aufgelauert, als ich das Hotel verließ und meine gesamten Taschen durchstöbert. Können Sie die Täter beschreiben, Monsieur? Der eine sah aus wie ein Gorilla, der andere wie ein Wiesel. Sie heißen Flapp und Guido. Bon, diesmal schnappe ich sie mir. Was werden Sie mit Flapp und Guido machen, Sergeant? Ich werde sie am Kragen kriegen, Monsieur. Seit Jahren hoffe ich, dass ich dem sauberen Pärchen mal etwas nachweisen kann. Jetzt habe ich endlich meine Chance. Ich werde es Ihnen schon zeigen und dem Inspekteur ab. Danke, Sergeant. Danke, dass Sie mich ernst nehmen. Ich tue nur meine Pflicht, Monsieur. Ist Rousseau hier? Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Ah, oui. Ja, gerne. Einen Moment, Monsieur. Obwohl ich sicherlich ja schon weiß, dass ich in dem Krankenhaus nachschauen muss. Dieser Stoppart ist da und will Sie sehen, Monsieur. Hat er gesagt, was er will? Nein, Monsieur. In Ordnung. Also erst zum Museum und dann zum Krankenhaus. Das klingt einfach. Was gibt es, Monsieur? Haben Sie jemals von einem gewissen Marquis gehört? Jacques Marquis? Marquis? Den Namen kenne ich sehr gut. Er hat ein Vorstrafenregister mit Verdacht auf Erpressung, Kidnapping, Brandstiftung und Kunstdiebstahl. Ein Allround-Talent, wie? Wieso läuft er noch frei herum? Sein Draufgängertum wird nur noch von den Fähigkeiten seines Rechtsanwaltes übertroffen. Haben Sie schon mal von Dr. Pegram, dem Archäologen, gehört? Molly Pegram? Der zweite Sohn von Lord Barclay Pegram? Keine Ahnung, ich habe nur in einer Zeitung etwas über ihn gelesen. So viel zum Thema wirksame Rehabilitation. Was hat er diesmal angestellt? Er hat in Irland einen bedeutenden archäologischen Fund gemacht. Kennen Sie Pegram gut? Ich habe zwar gewisse Kontakte zu seiner Familie, aber von ihm selbst weiß ich so gut wie gar nichts. Ist Molly sein richtiger Name? Natürlich nicht. Das ist der Spitzname, den er in der Schule hatte. All seine Freunde und Bekannte kennen ihn als Molly. Kennen Sie ein Halunkenpärchen namens Flapp und Guido? Ich kenne die beiden, seit sie von der Sonderschule geflogen sind. Guido ist ein widerlicher Kerl, aber Flapp ist das Gehirn dieser Partnerschaft. Wo haben Sie von den beiden gehört? Ich habe sie vor dem Hotel Ubu getroffen. Oh, soll ich's wagen? Was halten Sie davon, Inspektor? Erstaunlich. Wie kommen Sie an einen solchen Stein? Ein Mann in einem irischen Pub hat ihn mir gegeben. Erkennen Sie den Juwel wieder? Er ist mir völlig unbekannt. Wenn so ein Juwel gestohlen worden wäre, würde ich bestimmt davon wissen. Was halten Sie von diesem weißen Pulver, Rousseau? Das ist Zementkleber. Hey, alle Achtung, Sie sind wirklich gut. Naja. Bis dann, Inspektor. Also auf ins Hotel. Nein, nicht ins Hotel. Ins Krankenhaus und dann... Dann hole ich mir hoffentlich das Dreibein im Museum, aber... Oder erst ins Museum. Ich muss zugeben, das Krankenhaus finde ich gerade irgendwie interessanter, wo der Kunstdieb liegt. Wo haben wir das denn? Wo geht nicht der Hospital? Oder Hopital, wie es da auch offensichtlich heißt. Das alte Gebäude strahlt noch immer etwas von seinem alten Charme aus. Die modernen Anbauten wirken wie eine Baseballmütze auf einer mittelalterlichen Heiligenfigur.
Ich fühle mich irgendwie schuldig, als ich versuche, die Tür zu öffnen. So, als wollte ich ein Grab ausrauben. Ich greife mit zitternder Hand nach der Klinke und ziehe. Die Tür ist verschlossen. Dann rein da jetzt. Hi, ich heiße George Stobart. Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Sie können mich George nennen, wenn Sie wollen. Sind Sie sicher? Ja, so heiße ich. Ich heiße eigentlich Benoit, aber alle nennen mich Bunny. Bunny? Stimmt genau. Ich hatte dieses niedliche Häschen, als ich noch klein war. Verschonen Sie mich damit, Benoit. Wissen Sie etwas über einen Patienten namens Marquet? Nein, Sir, ich kenne noch so gut wie gar keinen der Patienten. Ich habe noch nie einen Arzt getroffen, der zugegeben hat, dass er auch nur ein Mensch ist. Ich bin noch in der Ausbildung, Sir. Ich werde mich schon noch anpassen. Bis später dann. In Ordnung. Ja, so wie es aussieht, wird hier aber auch eine ganze Weile rumlaufen. Verzeihung. Oui, Monsieur? Ist das die Hagenmeier-Klinik? Stimmt, haargenau. Ich dachte, ich wäre in einem Gartencenter. Oh, die Pflanzen, die waren meine Idee. Ein bisschen Grün, um einen Hauch Natur hereinzubringen. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich möchte Jacques Marquet besuchen. Ah, ja. Sind Sie mit unserem Patienten verwandt, Monsieur? Ja, ich bin sein seit langem verschollener Bruder. Ein Bruder, der nur halb so alt ist, einen anderen Namen und einen amerikanischen Akzent hat? Ja, darüber wundern sich die Leute immer. Daran ist aber, denke ich, unsere Mutter schuld. Wir wurden in frühester Kindheit voneinander getrennt. Es war tragisch. Eine Verwechslung im Kindergarten des Einkaufszentrums von Oakland. So etwas Lächerliches habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das war's wohl nicht. Also kann ich Marquet sehen, bevor er in die ewigen Jagdgründe eingeht? Mit dieser Einstellung kommen Sie ganz sicher nicht sehr weit. Meine Anweisungen waren deutlich und klar. Niemand besucht Marquet. Und solange Sie nicht beweisen können, dass Sie ein Verwandter oder sehr nahestehender Freund sind, verschwenden Sie hier Ihre Zeit. Oh Mann. Hatte Marquet Besuch von ein paar Gangstern? Das will ich doch nicht hoffen. Können Sie sie beschreiben? Ein dünner Typ, der wie ein Wiesel aussieht, und sein Freund, der Gorilla. Hört sich an, als wären sie aus dem Zoo ausgebrochen. Ist Marquet von einem Mann in einem Clownkostüm besucht worden? Ganz sicher nicht. Sie haben keinen verkleideten Mann gesehen? Naja, doch. Da ist Theodor, der Bär. Der kommt jeden Donnerstag, um die Kinder zu unterhalten. Ich persönlich glaube ja, dass er sie mit seinem zerzausten alten Bärenkostüm eher halb zu Tode erschreckt. Wenn ich bewegungslos auf dem Rücken liegen müsste, mit Schläuchen aus sämtlichen Öffnungen, dann wäre er bestimmt der Letzte, den ich sehen möchte. Theodor, der Bär. Haben Sie diesen Mann hier in der Klinik gesehen? Nein, Monsieur, und ich vergesse nie ein Gesicht. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Gern geschehen. Da macht doch ein Chefarzt anscheinend, was er am besten kann. Er steht hier rum. Den spreche ich doch mal an. Das reimt sich sogar. Hui. Hi, ich heiße George Stobart. Wirklich? Wenn Sie einen Termin machen wollen, gehen Sie zum Empfang. Ich suche jemanden, der Jacques Marquet heißt. In welcher Abteilung arbeitet er? Überhaupt nicht, er ist hier als Patient. Ach so, ja. Sie wissen, dass hier strikte Regeln in puncto Besuchszeiten herrschen, nicht wahr? Es ist wichtig. Ich muss dringend mit Marquet reden. Wir machen absolut keine Ausnahmen. Aber es geht um Leben und Tod. Das gut geölte Funktionieren dieses Krankenhauses ist die wirkliche Sache um Leben und Tod. Und darum haben wir Regeln. Ich sollte Sie vielleicht warnen, dass Marquet nicht das ist, für was Sie ihn halten. Das müssen Sie schon etwas näher erklären. Er hat sich mit ein paar Leuten verbündet, die die Herrschaft der Erde übernehmen wollen. Quatsch.
Davon einmal abgesehen, haben Marquets Auftraggeber im Voraus gezahlt. Und das für eines unserer exklusivsten Privatzimmer. Könnten Sie mir verraten, wer die Chefs von Marquet sind? Natürlich nicht. Würden Sie mir die Ehre erweisen, Ihre Hand schütteln zu dürfen? Würde ich nicht. Ich ermutige keine körperlichen Kontakte unter meinen Angestellten. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Hey, Benoit. Kein Grund zu schreien. Was wollen Sie? Schütteln Sie mir die Hand, Benoit. Das halte ich für eine ganz schlechte Idee, Sir. Wieso das? Dermatitis. Ich habe doch keine Dermatitis. Aber ich. Bis später dann. In Ordnung. Ach, du ahnst es nicht. Jetzt gibt's hier auch nichts zu entdecken für mich hier vorerst. Ich gehe mal hier runter, vielleicht geht das ja. Ein paar Minuten später. Nicht mal irgendwie eine Art Raum zum Verkleiden oder zum irgendwas finden. Nichts. Ein paar Minuten später. Offensichtlich habe ich noch nicht das Richtige gemacht oder gesagt oder getan. Dann haue ich hier erstmal ab und versuche mal im Museum mein Glück. Oder hier noch was? Die Tür ist verschlossen. Wenigstens hat er den Gulli-Öffner auch wieder mitgenommen. Muss ich mich vielleicht als Bär verkleiden oder als Arzt? Ist André überhaupt hier? Ja, da ist doch jemand, der aussieht wie ein Archäologenarsch. Verzeihung, sind Sie André Lobineau? Live und in Farbe. Möchten Sie ein Autogramm? Nein, mir wurde gesagt, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Helfen? Ich heiße George Stobbart. Ich hätte gerne Ihre professionelle Meinung. Nun ja, okay, schießen Sie los. Sagt Ihnen der Name Montfaucon etwas? Klar, das war der schrecklichste Ort von Paris, zumindest vor der Revolution. Eine öffentliche Toilette? Montfaucon war der Platz, an dem viele Tausend exekutiert wurden. Ein dunkler Tempel des Todes mit vielen Bogenreihen. In jedem Bogen ein grausiges Ausstellungsstück. Galgen, an denen die Gehängten baumelten und die Krähen warteten. Das erklärt das Bild mit dem gehängten Mann. Ich habe einen Hinweis auf Montfaucon in Irland gefunden, in einem Dorf, das Loch Marne heißt. Loch Marne? Da hat doch Pegram gegraben. Genau. Er hat die Ausgrabung verlassen, bevor ich ankam. Wo genau liegt Montfaucon? Im Nordosten, beim Kanal Saint-Martin. Aber es ist nichts davon übrig. Der alte Galgen wurde während der Revolution abgerissen. Kennen Sie Pegram gut? Nicht besonders. Ich habe ihn auf einer Konferenz getroffen. Ich hätte mich gerne intensiver mit ihm unterhalten, aber ich hatte keine Zeit. Wann war das? Oh, im Sommer, Juli, glaube ich. In der zweiten Juliwoche? Kann sein, ja, stimmt, kurz vor dem Tag der Bastille. Pegram war also zur selben Zeit in Paris wie die anderen Opfer. Hä? Was für Opfer? Nichts, nur laut gedacht. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu einer mittelalterlichen Handschrift. Vraiment? Haben Sie die Rolle hier? Nein, sie ist zu empfindlich und außerdem... Da gibt es gewisse Leute, die vor nichts zurückschrecken würden, um sie in ihre gierigen Hände zu kriegen. Hört sich toll an. Haben Sie eine Kopie des Textes? Es ist nicht viel, nur ein paar Sätze auf Latein. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir helfen, die Bilder zu entziffern. Ohne die Schriftrolle zu sehen?
Das ist etwas viel verlangt. Sagen Sie mir nur eines, was bedeutet es Ihrer Meinung nach, wenn auf einem Bild zwei Männer auf demselben Pferd reiten? Die Tempelritter. Erscheint das Siegel der Tempelritter auf diesem Manuskript? Das würde ich zu gern mit eigenen Augen sehen. Können Sie mir etwas über die Tempelritter erzählen? Ja, natürlich, Georgie. Soldaten, Diplomaten, Söldner, Mönche, Banker, was immer Sie sagen, es passt auf die Tempelritter. Die größte Streitmacht der Christenheit. Jesus Miliz. Heilige Mutter. Woher haben die Templer ihren Namen? Von dem Gebäude, in dem sie ihr Hauptquartier eingerichtet haben. Der König von Jerusalem stellte ihnen einen Teil einer Moschee auf dem Tempelberg zur Verfügung. Man sagt, dass dort der echte Tempel von Salomon gestanden habe. Der Orden wurde zuerst als Ritter des Tempels und später als Tempelritter bekannt. Sie sind eine Goldgrube für Informationen, André. Freut mich, wenn ich Ihnen helfen konnte, George. Wieso waren die Tempelritter so reich? Ein Strom an neuen Rekruten verstärkte ständig ihre Reihen, viele davon aus edlen Familien. Sie mussten ein Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams ablegen. Und so wurden ihr Vermögen, ihre Güter und Ländereien dem Orden überschrieben. Die Tempelritter besaßen sehr bald Land in Frankreich, Schottland, England, Spanien, genauer gesagt in ganz Europa. Die armen Christusritter wurden zur reichsten Macht der Christenheit. Ist es wahr, dass der Schatz der Tempelritter nie gefunden wurde? Ah, wer weiß das schon so genau? Wir wissen so wenig von dem, was wirklich geschah. Und andererseits ist es möglich, dass die Wahrheit nie an die Öffentlichkeit gelangte. Was wollen Sie damit sagen? Die Templer umgibt ein mythologischer Status, so wie zum Beispiel auch den britischen König Artus. Selbst jetzt gibt es Leute, die behaupten, dass die Templer immer noch existieren. Halten Sie das für wahrscheinlich? Nein, nicht für einen Augenblick. Wir sprechen jetzt einfach mal spaßeshalber auf diesen Diamanten an. Was halten Sie hiervon? Der größte Edelstein, den ich je gesehen habe. Woher haben Sie den? Von Professor Pegrams Botenjungen. Hat Pegram das in seiner Ausgrabung gefunden? Ja, yeah, das war ein Templerschloss. Glauben Sie, dass es Teil eines Templerschatzes sein könnte? Oh nein, das wohl weniger. Jemand passt auf die Schriftrolle auf. In Paris? Ja, ist gar nicht weit von hier. Na gut, geben Sie mir die Adresse und ich komme hin und schaue mir das Ganze mal an. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht sollte ich das erst mit ihr absprechen. Eine Freundin also? Ja, es ist eine Frau. Ist es nur meine Einbildung oder erscheint da auf einmal wirklich ein raubtierhafter Glanz in seinem Auge? Auf einmal hat sich dieser freundliche Historiker in einen großen bösen Wolf verwandelt. Diese Freundin, bei der die Schriftrolle ist... Ah oui, die unbekannte Dame. Sie wohnt in der Rue Jarry, Nummer 63. Ah, da kenne ich mich gut aus. Ich komme vorbei, sobald ich kann. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Alamut ist der Name von dem Ort, an dem die Hashashin ihr Hauptquartier hatten. Wo ist das? Irgendwo in der Gegend, die einmal Persien hieß. In moderner Geografie kenne ich mich leider nicht allzu gut aus. Auf der modernsten Karte, die ich habe, ist Amerika als englische Kolonie eingezeichnet. Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Nein. Kommt Ihnen der Typ auf dem Foto bekannt vor? Nein. Das ist ja wieder eine andere Stimme. Naja, gut. Ich möchte Ihnen gern die Hand geben, André. Nicht jetzt, George. Dass es immer alle ablehnen müssen. Wahnsinn. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Ja, dann werde ich mal wieder in die Rügerie zurückkehren und hoffen, dass André zufälligerweise schon da ist oder gleich kommt.